Ja, herzlich willkommen zum Webinar, wo wir helfen, dass jeder seine persönlichen Ziele erreichen kann. Heute haben wir das Thema Einwandbehandlung gewählt und ich hoffe, ich kann vielen heute helfen, über Einwände leichter drüber zu kommen. Ein Einwand sehe ich als Geschenk, weil wenn jemand Einwände hat, dann hat er Interesse. Dann will er mehr darüber wissen, dann ist er auch bereit, er möchte nur halt eine Gegenleistung dafür haben, für das, dass er zum Beispiel Geld ausgibt oder Zeit investiert oder sonstiges. Aber Einwand ist immer was Gutes. Darum seht es positiv, wenn jemand Interesse hat und mit drei, vier Fragen kommt. Das ist was Tolles. Das möchte ich einmal als Einleitung sagen. Ja, mit welchen Einwänden wollt ihr mich konfrontieren? Ich warte mit Begeisterung darauf. Was habt ihr so für Einwände, ihr bekommt? Network Marketing kenne ich doch schon. Das ist, was hat er, wie hat er sich ausgedrückt? Das ist Schneeballsystem, hat er nicht gesagt. Okay, Network Marketing kenne ich schon. Ist das so? Ja. Gut. Das Erste, was ich immer mache, das ist egal welcher Einwand, ich reflektiere mal die Frage, weil ich einfach erfahren möchte, was steckt dahinter. Das heißt, in dem Fall würde ich sagen, was meinst du, Network Marketing kennst du schon? Was kennst du von Network Marketing? Ja, da verdient immer der, der über mir ist, das Geld. Okay. Welche Erfahrungen hast du da schon damit? Ja, ich habe schon mal vor zig Jahren mal in ja, Versicherungsvertrieb gearbeitet, OVB. Vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff. Gibt es ja, glaube ich, immer noch. Da war das halt eben auch so. Man hat so seine Familie abgegrast. Hat sich da vielleicht auch den einen oder anderen Unmut eingespielt im Nachhinein. Und ja, und dann war die Sache vorbei. Wie lange hast du das gemacht, dieses Network Marketing? Ja, das war ein knappes Jahr. Habe ich Okay. irgendwie, ja. Gut. Warst du schon sehr erfahren nach einem Jahr? Nein. Okay. Ihr seht, ich frage mal drei, vier, fünf Sachen, dass jemand einmal selbst klar wird, dass er nach einem Jahr noch kein Profi ist, dass er vielleicht den Leuten im Umfeld abgegrast sozusagen, trotzdem wahrscheinlich einen Nutzen gegeben hat mit irgendeiner Versicherung, mit irgendetwas, was die Person vielleicht sogar benötigt. Aber nach einem Jahr kann jemand, egal in welchem Job, noch nicht diese Traumerfahrung haben. Ich bin froh, wenn mich ein Chirurg nach einem Jahr Ausbildung noch nicht operiert. Ich bin froh, wenn ein Automechaniker-Lehrling nach einem Jahr Ausbildung mein Auto nicht zerlegt und wieder zusammenbaut. Ich bin froh, wenn ein Zahnarzt nach einem Jahr Ausbildung mir nicht meine Zähne macht. Und ich bin froh, wenn einer, der seit einem Jahr Skifahren kann, mir als Skilehrer vorgesetzt wird oder nach einem Jahr Tennis spielen als Tennistrainer mir vorgesetzt wird. Ich glaube, dass es üblich ist, nicht nur in Österreich, wo ich herkomme, sondern generell Europa oder weltweit, dass so Ausbildungen im Schnitt für einen Beruf so 3, 4, 5 Jahre dauern. Ist das richtig? Und in dieser Zeit kriegt man auch eine Entschädigung. Bei uns nennt man das Lehrlingsentschädigung. Man wird entschädigt für den Zeitaufwand, den man da betreibt. Aber man ist weit entfernt vom Profi. Und erst dann ist man Geselle oder darf den Beruf als Meister, da meistens braucht man eine Extraausbildung, dann ausführen. Das heißt, man braucht sehr, sehr viel Zeit, um wirklich dann auch Profi zu sein. Im Network Marketing glauben viele, na, jetzt habe ich 3 Wochen schon mitgemacht und verdiene noch immer keine Kohle. Das ist in allen Berufen so, dass man nach 3 Wochen noch nicht das Geld verdient. Und darum meine Frage auch, wie du gesagt hast, Network Marketing, ich habe es schon probiert oder ich habe das gemacht für eine Zeit. Ich hinterfrage es einmal und oft brauche ich gar keine Antwort mehr geben, sondern die Person sagt dann, na eigentlich hast du recht. Nach den 4, 5 Fragen sagt die Person oft selbst, na eigentlich hast du recht. Ich habe es ein Jahr gemacht, da kann ich noch nicht besonders gut sein. Schade, dass ich es nicht 4, 5 Jahre weitergemacht habe, um wirklich Profi zu werden. Und dann sage ich, ja, aber das biete ich dir jetzt gerade an.
Was ist, wenn wir zusammenarbeiten und da gemeinsam die nächsten 5 Jahre die Erfahrung aufbauen, die wir benötigen, um ein großes Geschäftsfeld gemeinsam aufzubauen? Und ich kann auch ein Lob aussprechen, und dass du deine Erfahrung von diesem Jahr, was du ja schon investiert hast, in dieses Geschäftsfeld, wenn wir es gemeinsam machen, gleich mitbringst. Ist ja wertvoll, dass du schon ein Jahr in dem Network Marketing warst. Auch wenn du nichts verdient hast, kein Problem. Das war Ausbildung, und in der Ausbildung verdient man oft wenig Geld oder gar kein Geld. Das hast du schon investiert, und auf das können wir aufsetzen. Da hole ich die Leute sympathisch ab mit 4, 5 Gegenfragen. Um den Leuten das bewusst zu machen. Johannes hat geschrieben, glaube ich, Nahrungsergänzungen, braucht man das überhaupt oder ich brauche das nicht? Wenn das jemand zu mir sagt, frage ich genauso, was verstehst du unter Nahrungsergänzungen? Johannes, vielleicht kannst du mit mir dieses Spiel spielen, ich brauche natürlich den Gegenpart, um das zu machen. Johannes, was meinst du mit Nahrungsergänzungen? Ja, in der Nahrung sind doch genügend Nährstoffe drin. Und für was brauche ich Nahrungsergänzungsmittel? Okay. Was verstehst du generell unter Nahrungsergänzungen? Was ich unter Nahrungsergänzungen finde, das findet man überall. Herbalife zum Beispiel. Da gibt es viele Networks. Love Light oder wie die alle heißen, die preisen ihre Produkte an und dann die Leute sagen nach 2, 3 Monaten, eigentlich merke ich doch, das wirkt einfach nicht. Warum soll ich da Nahrungsergänzungsmittel gerade von Sisha jetzt da nehmen? Das ist, also ich kann über die anderen Firmen nicht sprechen, aber bei uns geht es um Pflanzenstoffe. Glaubst du, dass Pflanzenstoffe von der Natur aus geschaffen wurden, weil Lebewesen das benötigen? Ich denke schon. Aber die Frage erhebt sich, Pflanzenstoffe sind okay. Warum nehmen dann Menschen Produkte zu sich, wo man nachweislich weiß, wie zum Beispiel Fleisch, dass die einfach nicht wirken oder einen geringen Wirkungsgrad haben? Pflanzen sind natürlich da. Also wir arbeiten mit Pflanzenstoffen auf einer hohen Qualität, nachgewiesen mit den meisten Inhaltsstoffen, die es derzeit an den bekannten Pflanzen gibt. Wenn es sowas gäbe, dass du das Recht auf eine einfache Art und Weise zu dir nehmen könntest, würde es dann deinem Körper, deinem Wohlfühlen gut tun? Kannst du dir das vorstellen? Vorstellen kann ich mir schon, aber das Problem liegt immer bei den meisten an der Disziplin. Das heißt, dass sie was kaufen und dann aber nicht einnehmen. Genau. Kannst du dir vorstellen, dass du derzeit in deinem Job jeden Tag 3-mal am Tag das Gemüse, weil du gesagt hast, das ist ja in der Nahrung drinnen, das Gemüse dir anrichten kannst, 3-mal am Tag, dass dein Körper ausreicht und Vitalstoffe bekommt, damit jede Zelle als Kraftwerk funktionieren kann? Kannst du dir das in deinen Alltag so einrichten? Ich persönlich schon, weil ich Hausmann bin, aber die in einem Büro sind eher nicht. Okay. Könntest du dir vorstellen, dass ein Geschäftsfeld dann attraktiv ist, wenn du alleine schon so viele Menschen in deinem Umfeld kennst, die das täglich bräuchten, weil sie sich diese Nahrung nicht selbst anrichten können, 3-mal am Tag? Kannst du vorstellen, dass das dann attraktiv wäre? Natürlich wäre das attraktiv, Gerhard, da stimme ich dir einfach zu. Aber meinen Interessenten, denen ist das, die sind dessen gar nicht bewusst, sage ich mal. Ich bin da mit dir d'accord, dass die heutigen Nahrungsmittel eigentlich nur mehr 40-50% maximal ihrer Nährstoffe drinnen haben wie 1985, wie vor 30 Jahren. Genau, jetzt hast du eigentlich schon selbst die Antwort gegeben. Das ich meine, agrarische Grundausbildung. Ich habe die Frage ja bewusst gemacht, ja. Weil hier die Leute mit solchen Blödsinn daherkommen. Johannes, das ist kein Blödsinn. Jeden von uns kommen im Schnitt, ich bin jetzt seit 18 Jahren im Network Marketing. Im Schnitt gibt es so 15, 16, 17 Fragen, die sich immer wieder wiederholen. Immer wieder dasselbe. Das heißt, wenn du auf diese 15, 16, 17 Fragen eine Antwort hast, und aber wirklich eine ehrliche Antwort, du dir auch ehrlich meinst und nicht irgendwo runtergelesen oder sonst was, sondern wirklich angelernt, dann tust du leicht mit jedem Gespräch. Und im Endeffekt warst du jetzt am Anfang sehr negativ mit meiner Frage.
mit deiner Frage Nahrungsergänzungen finde ich super. So ist die Realität. Ich habe das gemacht, weil ich von den Leuten so konfrontiert. Ich möchte nur für die anderen jetzt was sagen. Und über die Fragen hast du dir oft, bist du dann selbst drauf gekommen, na, vielleicht gar nicht so schlecht. Irgendwann hast du dann sogar gesagt, ja, die Nährstoffe in der normalen Nahrung haben wir abgenommen um 60% oder so. Im Endeffekt passiert das in den Gesprächen, dass sich Menschen dann oft selbst die Antwort geben, dass wir sympathischer werden und dass die dann sagen, naja, aber eigentlich könnte das mein Umfeld schon brauchen. Und dann kommen oft andere Einwände, aber ich kann das denen ja nicht sagen, kein Problem. Wäre das toll, wenn ich mit meiner Erfahrung dich begleite und wir mal 10 Menschen informieren und dann einmal schauen, was die dazu sagen. Und wenn 2, 3 Kunden entstehen, auch schon toll. Dann haben wir schon 2, 3 Leuten geholfen und du hast schon dein erstes Geld verdient. Das heißt, wir können die Menschen da wirklich ganz sympathisch abholen. Und wir sehen, ich arbeite es so gut wie möglich mit Fragen. Wer hat sonst noch Einwände? Ich habe vielleicht eine kleine Anmerkung. Ich habe irgendwann mal mir einen Satz aufgeschrieben, der mir so in den Sinn kam, nach einem Call mit Laila. Und zwar war das, durch Fragen die Menschen zur Selbsterkenntnis führen. Genau, das ist ganz richtig. Das haben wir jetzt in den ersten 2 Beispielen gemacht, wo es darum gegangen ist, Network Marketing oder Nahrungsergänzungen. Und ich möchte euch einfach das in Beispielen zeigen, weil Beispiele einfach sehr praxisnahe sind und nicht reine Theorie. Wer bekommt, das Interessante ist ja, dass die meisten die Einwände bekommen, an die sie denken. Ich habe bestimmte Personen in meinem Team, die bekommen immer, es ist zu teuer, weil sie selbst denken, es ist zu teuer. Ich habe auch welche im Team, die sagen, es funktioniert Network Marketing nicht, weil sie vielleicht schon mal Network Marketing gemacht haben oder weil sie es nicht dementsprechend betreiben, dass da auch was draus kommen kann oder entstehen kann. Und auch da kann man sehr, sehr gut miteinander arbeiten, um die Menschen erstens in eine andere Denke zu bekommen und damit auch zu anderen Ergebnissen. Und dann wachsen Menschen so und so. Jedes Lebewesen will wachsen. Ja, welche Einwände fallen euch sonst noch ein? Also ich hatte es zum Beispiel jetzt die ersten Male, jetzt, ich habe es auch selber festgestellt, da habe ich auch so gedacht, ups, was ist das jetzt? Also man merkt natürlich schon, wenn man es denn nimmt, ne, wenn man es die ersten Tage gerade so nimmt, also ich habe das jetzt auch mal Teil meiner Familie gegeben und auch einer Bekannten und sie hatte zum Beispiel dieses AMXM und andersrum XMIM und PM und hat davon Kopfschmerzen gehabt. Ich habe gesagt, ups, schön beobachten, sieh, dass es guckt, ob du es durchstehst, dass es weiternimmt, es dauert ein paar Tage. Dann, also ich persönlich hatte Durchfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich hatte dann auch gedacht, ups, was passiert jetzt hier? Warum haut mir das so rein? Und das sind, könnte ich mir vorstellen, ich wollte es natürlich wissen, ich will es durchziehen, das ist klar. Mhm. Aber wenn diese Frage kommt oder dass dieser Einwand kommt, wenn es halt eben irgendwer nimmt, ist das natürlich auch ein Sache, das abzubrechen, sage ich mal. Ne? Wenn ich merke als Konsument, da ist irgendwas, was mir nicht so ganz gut tut scheinbar, wäre das wahrscheinlich auch ein Einwand. Das ist ein klarer Einwand. Da ist auch wieder die Frage, sind wir dann die Lehrer, die jemand belehren und sagen, nimm das, das tut dir gut und. Oder ob wir da vielleicht auch mit Fragen arbeiten. Man kann ja zuerst einmal die Person abholen und sagen, du, hast du dich die letzten Monate und Jahre ausreichend gesund ernährt? Dann sagen viele, nein, aus dem Grund beginne ich ja mit den Produkten. Sag ich, gut. Kannst du vorstellen, dass da jetzt ein Prozess in deinem Körper auch entsteht? Ja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen. Dann kann es sein, dass der Körper auch entgiftet, etwas ausscheidet oder sonstiges, weil er endlich wieder Vitamin- und Mineralstoff hat, um zu arbeiten. Ja, das könnte schon sein. Ne? Das heißt, ich versuche es trotzdem mit Fragen zu erklären und nicht jemand so irgendwo als Arzt zu kommen, weil wir sind keine Ärzte, aber wir haben Erfahrungen. Und wenn wir mit Erfahrungen es hinterfragen, fühlt sich eine Person angenehmer betreut. Wichtig ist immer, die Autorität bei der anderen Person zu lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich die Person wohlfühlt, dass sie selbst entscheidet. Weil wenn ich das hinterfrage, dann sagt die Person, na, da hast du recht. Also Entgiftungseffekt, das ist ja was Positives, ne? Na super, dann werde ich das weiternehmen. Wie lange sagen machen können mit den Personen? Ne? Sage ich, solange du gesund leben willst. Das heißt, ich atme ja auch so lange, solange ich leben will. Ich kann auch nicht sagen, atme ich einmal 3 Tage nicht.
gebe ich meinen Zellen einmal 3 Tage nichts Gesundes. Wir merken es dann eh, wie es uns geht, wie wir aussehen oder sonst was. Ne? Na, laufe ich einmal 3 Wochen nicht, dann wissen wir auch, wenn wir mal im Krankenhaus gelegen sind mit gebrochenem Bein oder sonst was oder anderen Operation, die Muskulatur ist weg. Das heißt, unsere Zellen reagieren im gleichen Moment und sofort. Ja. Johannes hat jetzt wieder einen Einwand gesendet. Der hat geschrieben, schicken Sie mir doch mal Unterlagen. Das ist ein super Einwand. Wofür würdest du Information brauchen und wo sollte dich die Information dann hinbringen? Zu welchem Zustand? Kann er 1, 2 Fragen gleich stellen. Was würdest du mit den Informationen, die ich dir dann zusende, machen und wann könnten wir darüber sprechen? Auch immer ganz gut. Dann erfährst du nämlich, will er einfach dich nur so vertreiben oder will er wirklich Informationen haben. Aber zuerst frage ich immer, welche Informationen würdest du benötigen? Welchen Zustand würdest du gerne optimieren oder verändern? Was wäre das Zielergebnis, wenn ich dir Unterlagen schicke und auch dafür eine attraktive Lösung habe, die einfach anzuwenden ist? Was sollte sich dann in deinem Leben dadurch verändern? Was würdest du dir erwarten? Ja. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn man wirklich darauf eingeht, das ist meine persönliche Erfahrung, zum Beispiel haben wir diesen, kann man sagen, dieses Heft, wo alle Produkte mehr oder weniger ganz toll beschrieben sind und dann stellt man einfach vielleicht eine Frage, bis wann wirst du das dir einfach angeschaut haben? Ja, sagen da ja, bis nächste Woche oder jetzt, das geht's nicht und so weiter und da hakt man dann 2-3 Mal relativ zeitnah nach und kommt man dahinter, dass es einfach nicht ist. Oder was ich unter anderem auch mache, ist, Leute sagen, ja, wenn du genaue, detaillierte Informationen haben möchtest, da haben wir eine Geschäftspräsentation, die ich dir empfehlen kann. Da nehme ich diese 33 Minuten Video von dir. Und da hat man das Gleiche. Die Frage, was ich gerne hätte, ist, wie würdest du es anstellen, um die Leute zu fragen, dass sie sich's anschauen? Das ist mein Problem. Eben nicht das Problem, dass die Leute sich informieren wollen, aber im Endeffekt machen sie es zu 80% nicht. Johannes, wenn du mir 3 Bücher schickst, liegen die wahrscheinlich 10 Jahre herum und sind nicht gelesen. Ja, absolut korrekt, stimme ich dir zu. Das ist es. Und ich glaube, dass es vielen Menschen gibt, so geht. Aber wenn du hinterfragst, Gerd, was würde dich interessieren? Und du erwischst genau den Punkt, der mich interessiert. Zum Beispiel, nächstes Jahr mache ich eine Radtour auf Korsika. Und du sagst, ich habe deinen Ratgeber und da steht auf Seite 60 bis 65 genau dein Ort drinnen mit den richtigen Radtouren. Und du hast herausgefunden, dass mich das begeistert. Und zu mir dann sagst, pass auf, schau dir das an. Und bis wann hast du das angeschaut, dass wir darüber sprechen können? Genau, das frage ich, ja. Dann lese ich es 100%ig durch, weil du mich genau auf den Punkt erwischt hast, der mich jetzt gerade in dem Moment interessiert. Und ich kann dir auch ganz genau sagen, wann ich Zeit habe, bis wann ich es gelesen habe. Und dann gebe ich dir auch gerne einen Termin, wo wir darüber sprechen. Und genauso ist es bei unseren Produkten. Wenn ich jemandem einen Katalog gebe und er sieht nette Bilder, aber er weiß gar nicht, was so eine Schachtel kann, außer dass sie bestimmte Farben hat. Aber die Person weiß ja nicht, was es ist. Die Person, wenn du sagst, es ist Moringa drinnen, weiß die Person ja noch immer nicht, was es ist. Wenn du sagst Vitamin A, C, E, dann wissen die meisten Personen noch immer nicht, was es ist. Warum? Das sind Eigenschaften. Das ist kein Nutzen. Wichtig ist, wenn wir Gespräche führen, dass wir herausfinden, welchen Nutzen hätte gerne die Person. Egal, ob es beim Geschäft ist oder auch beim Produkt. Die Person will den Nutzen. Wenn ich zum Ole gehe und brauche eine Therapie, Physiotherapie, dann sage ich, da tut es weh. Und dann erklärt er mir nicht meine paar 100 Muskeln und Knochen und Gelenke und Faszien und alles, weil es mich nicht interessiert. Er sagt, okay, ich mache bestimmte Dinge, damit du dich dann wieder schmerzfrei bewegen kannst. Aber vorher kann sein, dass es sogar die ersten 2, 3 Therapien mehr wehtut als vorher. Nein, ich sage unter anderem, Entschuldigung. Verstehst du, was ich meine? Ich möchte die Antwort geben, Johannes. Ich möchte einfach da in diesem Video Antworten geben und nicht diskutieren. Das ist ganz wichtig. Das heißt, hinterfragen und die Leute dann wirklich zu leiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Danke. Also bei den Unterlagen, ich schicke niemand einfach Unterlagen, weil es sinnlos ist. Ich hinterfrage es, was
für eine Veränderung würdest du dir wünschen oder wofür hättest du gerne etwas, dass sich in deinem Leben etwas verändert? Weil ich weiß ja noch gar nicht, was er von Sisha möchte. Frage auch gern, interessierten dich Unterlagen Richtung Geschäft oder Produkte? Ich kenne viele Menschen, die schicken Kataloge, ohne dass sie hinterfragt haben, was das Gegenüber überhaupt von diesem Sisha-Konzept möchte. Der will Geld verdienen und du schickst einem Kataloge über Produkte. Oder du schickst einem einen Provisionsplan und der will gar nichts vom Geschäft, der will eigentlich Produkte. Ich glaube, es ist wichtig zu hinterfragen, was man möchte. Ich habe gern dieses Beispiel beim Autokauf. Da kommt jemand rein ins Autogeschäft und ein junger Verkäufer, total dynamisch, sieht einen anderen jungen, dynamischen Verkäufer. Und geht er hin und sagt, so, und da steht ja Traumauto. Cabrio, Zweisitzer, 300 PS, toll. Lass den anderen eine Viertelstunde gar nicht zum Reden kommen, bis der andere sagt, Entschuldigung, ich bin zwar jung und dynamisch, aber ich habe 3 Kinder, einen Hund und brauche eigentlich keinen Zweisitzer. Wir müssen zuerst mal rausfinden, was unser Gegenüber möchte, bevor wir schwafeln, reden und der andere eigentlich sich schon bedrängt fühlt. Und das geht mit Fragen gut. Wer hat sonstige Einwände, auf die wir eingehen können? Wer hat noch Einwände? Grundsätzlich, was ich... Keine Zeit. Das ist immer ein Einwand. Entschuldigung, ich habe dir nicht ins Wort gefallen. Okay, keine Zeit. Einmal eins vom Sven und Rainer. Du wolltest auch was sagen? Das ist nichts für mich. Okay, also keine Zeit und das ist nichts für mich. Ich schreibe es noch. Gehen wir halt auf keine Zeit. Du hast also keine Zeit. Sven, bist du viel im Stress, weil du keine Zeit hast? Genau. Genau. Hättest du gerne Zeit? Unbedingt. Was würdest du tun, wenn du Zeit hättest? Ja, was würde ich tun? Mich mehr um meine Familie kümmern, beziehungsweise meine Tochter kümmern. Mhm. Und mehr leben. Okay, wie wichtig wäre dir das mit der Familie mehr Zeit? Verbringen, mehr Leben. Wie wichtig auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 ganz hoch ist? 11. Bitte? 11. 11. Okay. Wenn ich eine Lösung kennen würde, die vielleicht für eine bestimmte Zeit dir das Zeitproblem nicht löst, aber dann auf Zukunft gesehen dein Zeitproblem extrem löst, wo du dann Zeit und Geld zur Verfügung hast, würdest du dann eine Stunde investieren, dass wir uns mal zusammensetzen und über diese Lösung sprechen, weil ich habe sowas kennengelernt. Aber das würde ja bedeuten, dass ich wahrscheinlich noch mehr Zeit irgendwo rein investieren muss, oder? Für eine gewisse Zeit müssten wir schauen, wo wir diese 24 Stunden, weil wir haben nicht mehr als 24 Stunden, deine 24 Stunden sind schon voll, sagst du, wie wir da vielleicht Dinge für eine Zeit rausnehmen, damit du dann wirklich das Leben so leben kannst, wie du möchtest. Wärst du dafür bereit, dir das zumindest einmal anzusehen? Und das dauert eine Stunde, sagst du? Ja. Okay. Ja, das können wir machen. Aber anders gefragt, wenn du an deinem Leben jetzt nichts veränderst, Sven, könntest du dann in einem Jahr mehr Zeit haben, in deiner jetzigen Situation, wenn du nichts veränderst? Wahrscheinlich nicht, aber die Rechnungen müssen bezahlt werden. Ja, würde sich in 3 und in 5 Jahren etwas ändern? Wahrscheinlich nicht. Genau. Das heißt, deine 11 sollten wir doch irgendwann zumindest mal angehen, weil sonst ist das Leben vorbei und du hast nie dein Leben so genossen, wie du wolltest. Das stimmt. Okay, wann können wir uns zusammensetzen? Und dann geht es einfach nur um den Termin. Das Zweite, was wir jetzt gesprochen haben, das ist nichts für mich. Super Aussage, habe ich schon öfter bekommen. Leider, was ist nichts für dich? Ich habe den Hintergrund der Frage noch nicht verstanden, würde ich dann zum Rainer sagen, wenn er das zu mir sagt. Was ist nichts für dich, Rainer? Ja, dieses Networking. Okay. Was verstehst du unter Networking? Andere Leute ansprechen, unbekannte Leute ansprechen und vielleicht auch noch überteuerte Produkte dann irgendwo versuchen an den Mann zu bringen. Ne? Also ist teuer auch noch so ein Einwand,
den wir jetzt schon mittendrin und haben im Gespräch, haben wir sofort notiert, geistig, aber auch hier. Okay, wenn es etwas gäbe, was dir selbst hilft, würdest du dann darüber sprechen? Wenn ich da einen Nutzen sehe, von ja, klar, okay, kann man sich darüber unterhalten. Hast du schon einmal ein gutes Restaurant empfohlen? Ja. Hast du schon mal ein gutes Buch empfohlen? Weniger. Weniger, eine gute Flasche Wein empfohlen? Ja. Irgendeinen Sportplatz empfohlen oder eine Sportart oder einen Sportartikel empfohlen? Das auch, ja. Okay, das heißt, grundlegend ist jeder Mensch gerne bereit, anderen Menschen zu helfen mit einer Information, die man hat, von der man auch überzeugt ist. Ja. Ich bin von etwas überzeugt, wo ich Menschen gesundheitlich, aber auch finanziell helfen kann. Ich weiß aber nicht, wonach die Menschen gerade jetzt suchen. Könnte ich dir vielleicht einmal in einer halben Stunde zeigen, womit ich mich beschäftige? Vielleicht wäre das ein oder andere Thema, Gesundheit oder auch Geld, für jemanden in einem Umfeld etwas Interessantes. Es muss ja nichts für dich sein, aber vielleicht wäre es dann für jemanden, den du irgendwann mal triffst, etwas, wo du sagen kannst, pass auf, in die Richtung macht der Gerd etwas oder hat der Gerd etwas, ruft dich mit ihm zusammen. Würdest du dann auch in die Empfehlung gehen, wenn du mal wüsstest, was ich so mache? Ja. Okay, wann können wir uns treffen? Ja. Zum Thema zu teuer, weil du das auch erwähnt hast. Was müsste dieses Produkt bei dir verändern oder was müsste dieses Produkt können, dass sich der Preis rechtfertigt? Ja, das müsste das können, dass ich, dass auch meine Empfehlungen oder meine Freunde oder Bekannte eben halt auch leisten können. Weil das, ich sage jetzt mal, das höre ich jetzt auch immer ständig wieder, ich kenne keine Leute, die sich dieses Produkt leisten können. Ne? Kenne keine Leute, schreibe ich mir auch schon auf. Ja. Auch super. Die sich das leisten können. Ja, oder die sich das leisten können. Vollkommen richtig. Was glaubst du, wie viel Euro einer deiner Freunde am Tag ausgibt für Chips, Zigaretten, ein Bier, Kaffee? Was kostet bei euch ein Kaffee? Ja, heute waren es aktuell 2,40 Euro, ja. Okay. Mit einer Torte dazu? Nö, ohne. Okay, mit kostet es dann wie viel circa? Keine Ahnung, ich gucke mir so Matschkram nicht an, aber ich schätze 5 Euro. Ja, okay. Aber viele aus deinem Umfeld gönnen sich wahrscheinlich auch hier und da den Kaffee, das Törtchen dazu. Wahrscheinlich auch mal ein Bier, mal Red Bull oder andere Dinge, Chips. Ja, das erlebe ich jetzt auch an den Wochenenden. Ja, Bier, Bockwurst, bei der Bundesliga zu gucken. Ja. Ja, was gibt man da so aus an so einem Abend? Ich weiß nicht, also was die da 20 Bockwürste und Brötchen und sowas, das sind schon 20, 30 Euro, glaube ich. Okay, gut. Mit 20, 30 Euro können wir jemand schon 10 Tage wirklich helfen, sich täglich etwas wirklich Gutes zu tun, dass der Körper ganz anders funktioniert. Aber es ist natürlich nur dann relevant, wenn die Person auch etwas verändern will. Wenn die Person vielleicht Gewicht regulierend etwas machen möchte, mehr Energie haben möchte, mehr Lebensqualität, gesund alten werden möchte, dann können wir schon mit 3 Euro am Tag Leuten helfen, eine Erfahrung zu machen, die über Jahre und Jahrzehnte den Körper oder das Wohlbefinden extrem verändern wird. Und diese 3 Euro am Tag, wie du gesagt hast, gibt jemand aus für einen Kaffee, vielleicht für ein Bier oder andere Dinge auch. Also wäre es interessant, für ein Bier, den Preis von einem Bier oder von einem Kaffee täglich etwas auch für die Gesundheit zu investieren? Gerne. Ich mache gerne die Vergleiche, weil die Leute geben ja so und so Geld aus. Da spreche ich gar nicht davon, dass noch 50% der Europäer rauchen. Die geben 5 Euro, 6 Euro am Tag auch für ein Päckchen Zigaretten. Das heißt, da ist der Supermix um den halben Preis, kann kein Thema sein normalerweise, wenn die Person etwas verändern möchte. Und genau da setze ich an. Ich versuche zu hinterfragen. Wenn die Person nichts verändern will, dann habe ich nach 1, 2 Fragen ganz ein sympathisches Gespräch, aber ich gehe nicht mehr auf unser Geschäft und auf unsere Produkte ein. Ich kann nur dort Samen setzen, wo ein Nährboden ist. Ich versuche immer nur herauszufinden, habe ich bei meinem Gegenüber einen Nährboden, dass ich meinem Gegenüber auch einen Nutzen bringe.
Und das ist der Unterschied vielleicht zu dem, was der Sven gesagt hat, Versicherung jedem Verwandten verkaufen. Wir verkaufen niemand etwas, sondern ich versuche, einen Nutzen meinem Gegenüber zu geben. Einen großen Nutzen, so groß wie möglich. Ob das Produkt ist oder ob das Geschäft ist, gar keine Frage. Und wenn jemand zu teuer sagt, sage ich, okay, du kannst also Gesundheitsprodukte nicht leisten. Wäre es für dich überhaupt interessant, Gesundheitsprodukte dir leisten zu können? Wenn ich dann ein Ja bekomme, dann sage ich, gut, bei uns gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit Interessenten, die wir glücklich machen und gesünder machen, mit unseren Produkten Geld zu verdienen. Oder wenn jemand sagt, ich möchte da gar nicht irgendwo Geschäft aufbauen. Wenn du zufrieden bist und empfiehlst das weiter, so wie das Restaurant, die Flasche Wein oder etwas anderes, und jemand sagt, okay, interessant, wenn es dir gut tut, hätte ich das auch gerne. Und du hast ein paar Kunden und die Kunden machen einen bestimmten Umsatz, dann schickt dir unser Unternehmen die Produkte gratis zu, die du benötigst, und du hast gar keine Ausgaben mehr für deine Gesundheit. Wir haben so ein Kundenkonzept, dass entweder Partner, aber auch Kunden über Empfehlungen ihre Produkte gratis haben können. Wäre das für dich interessant, Top-Gesundheitsprodukte gratis zu erhalten? Wann setzen wir uns zusammen? Im Endeffekt geht es dann immer um den Termin, wann man sich trifft. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Menschen in ein Interesse zu bringen und nicht überreden. Und während des Interesses geht es um einen Termin, wo man sich dann in Ruhe zusammensetzt oder auch per Skype, wenn die Personen weiter weg sind, aber nicht innerhalb von 5 Minuten, so zwischen Tür und Angel, sondern wirklich mit der Person sagt, okay, interessant, du hast Interesse auf Gesundheit, du hast Interesse auf mehr Geld verdienen, du hast Interesse auf das oder das Thema. Oder um mehr Informationen zu bekommen, wie der Johannes gesagt hat, da müssten wir herausfinden, welche Informationen für dich interessant sind. Können wir das sofort machen? Oder wann hast du 15 Minuten Zeit, dass wir herausfinden, welche Informationen du benötigst, um eine Entscheidung treffen zu können? Und dann einen Termin, wo er wirklich Zeit hat, wo er zuhört, wo wir wirklich herausfinden, was er in seinem Leben verändern will. Ob das Gesundheit ist und wir kriegen einen Kunden, super. Ob das Geschäft ist, ob das ein Visionär ist, ob das jemand ist, der keine Zeit hat und draufkommt, wenn ich so weitermache, kippe ich irgendwann einmal nach rechts um und dann ist vorbei. Oder treffe ich eine Entscheidung und ersetze etwas in den 24 Stunden, was doch vielleicht nicht so wichtig ist. Wenn ein großes Warum da ist, bin ich draufgekommen, dass Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit, mal darüber nachdenken und dann draufkommen, wie oft sie eigentlich dann zu Hause sitzen, eine Sportsendung sich ansehen, irgendeine Serie ansehen, von der sie gar nicht wegkommen oder sonstige Sachen tun. Und manchmal haben wir auch schon das auf einen Zettel aufgeschrieben. Was könnte man aus deinem Leben für eine Zeit lang rausnehmen, damit wir diese 1-2 Stunden am Tag haben, um dich in eine ganz andere Lebenssituation zu bringen, wo du dann wirklich viel Zeit hast und Geld und Lebensqualität. Oft brauchen die Menschen da ein wenig Begleitung auch dabei. Und das ist okay. Da kann man auch hinterfragen. Okay, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlaf. Was passiert dann noch in den restlichen 8 Stunden? Das ist ganz schön viel Zeit. Willi hat zu mir mal gesagt, na, ich habe keine Zeit, weil da bin ich gerade unterwegs zum Tennisplatz, weil er Tennistrainer ist. Und heute kann ich niemand kontaktieren. Habe ich auch hinterfragt. Okay, wenn du unterwegs bist, triffst du da Menschen? Na sicher. Wo? Na, bei der Station, in der U-Bahn, am Tennisplatz. Okay, man kann vielleicht nicht alle einschulen sofort, aber man kann sich mit Leuten Termine ausmachen, wo man einfach in ein Gespräch kommt. So, irgendwo war da jetzt noch kurz im Chat etwas. Ich habe das nur kurz gesehen. Ich schaue mal nach. Ja, wenn jemand, ich will jetzt nicht die Firma nennen, weil wir da keine Firmen irgendwie schlecht machen. Wenn jemand sagt, ist das so etwas Ähnliches wie das andere Network, das ich schon einmal gemacht habe, dann gehe ich nicht sofort in die Argumentation. Nein, sonst ist es besser und besser Provisionsplan, Vergütung, irgendwas. Ich versuche dann nicht in einen Wettbewerb zu gehen, sondern auch zu hinterfragen, warum, was hat dir an deinem anderen Netzwerk nicht gefallen oder was hat dir gut gefallen daran? Beides zu hinterfragen.
Nächste Frage. Was müsste ein Network an deiner Stelle können, dass du es attraktiv findest? Was hat dir bei deinem letzten Network gefallen? Vielleicht sagt er, na, die Zusammenarbeit mit den Leuten und, und. Und was hat dir nicht gefallen? Auch da kommen vielleicht Antworten. Das und das hat mir nicht gefallen. Okay. Wenn ich dir eine Situation in einem Network zeigen könnte, wo du deine positiven Eigenschaften erleben wirst und die negativen, wir schauen, dass die nicht zustande kommen, weil wir zusammenarbeiten, wäre es dann interessant, deine Erfahrungen von deinem letzten Network mit einzubringen und vernünftig loszustarten, mit Begleitung von mir. Oder wenn du neu bist, kannst du sagen, oder mit Begleitung von meinem Sponsor. Ein ganz neuer kann sagen, ich arbeite mit meinem Sponsor zusammen, so wie mit einem Unternehmensberater. Der zeigt mir all das, was ich brauche und versucht auch, dass ich so wenig wie möglich Lehrkilometer mache. Und wenn du möchtest, kannst du gleich mit eingeschult werden. Dann werden wir beide eingeschult und wir können beide erfolgreich werden. Hilft das, was ihr bis jetzt gehört habt? Ja. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, jemand anderen nicht zu sagen, es ist Schwachsinn, was du zu mir sagst. Das wäre der größte Fehler. Weil der meint es ehrlich, der meint es so. Da in die Konfrontation zu gehen, wäre ganz schlecht. Sondern man kann auch oft sagen, wenn jemand sagt, es ist zu teuer, dass ihr drauf sagt, das verstehe ich. Dann ist er mal schockiert. Weil er rechnet ja mit voller Gegenwehr. Ne? Das verstehe ich. Ich sage es auch noch zweites Mal, dann das verstehe ich. Weil so habe ich vor 18 Jahren auch gedacht. Weil mir damals der Nutzen nicht bekannt war. Die Gegenleistung, die ich für diese 3 Euro Sachet bekomme. Aber dann habe ich mich schlau gemacht, was das bewirken kann. Was ich mir an Geld erspare, wenn ich mich mit diesen Produkten ernähre und wie viel Geld ich mir spare, wenn ich auf bestimmte andere Dinge, die nicht so gesund sind, dann verzichte, dass es im Endeffekt aufs Monat gesehen sogar Geld spart, stattdem ich es ausgebe. Weil ich diesen Zwischengusto, nachdem ich das Moringa täglich nehme, nicht mehr habe, wo ich dann normalerweise zu Schokolade greife, zu Chips, zu Red Bull, zu anderen Dingen, noch ein Kaffee, noch ein Törtchen. Und diese zig Euros, die da auch entstehen daraus, gar nicht mehr notwendig sind. Oder Plant Protein, wenn ich damit ein Frühstück ersetzen kann, ein Frühstück, wenn man irgendwo hin frühstücken geht, da sind gleich mal 5, 6 Euro ausgegeben, auch zu Hause. Wenn ich aus dem Eiskasten Wurstkäse aufstreiche, irgendwas rausnehme und das aufs Brot schmier, das kostet auch ein paar Euro, auf die Portion gesehen. Da kann ich sagen, es ist einfach anzuwenden und etwas Gesundes für die Zellregeneration, dass ich jede Zelle, die unter Stress ist, einmal wirklich regenerieren kann, damit wir auf unsere Arbeiter im Körper, diese Billionen von Zellen, ein wenig einmal Acht geben und die wirklich einmal wieder zum Leben erwecken. Ja, das waren doch einige Einwände, glaube ich, auf die wir eingegangen sind. Hat noch jemand einen Einwand, wo er sagt, das brennt, das brauche ich unbedingt noch beantwortet? Dann bin ich gerne noch da. Ja, da war ja eben geschrieben, dieses Schneeballsystem, das läuft einem ja auch die Tür ein. Ne? Ach, das ist doch das Schneeballsystem. Ne? Bekomme ich so gut wie nie. Auch das ist es wieder. Aber auch da würde ich dich fragen, was meinst du unter Schneeballsystem, Rainer? Was verstehst du darunter? Ja, das habe ich bis heute noch nicht begriffen, was die Leute... Aber jedes Mal kommt das wieder. Ich kriege dann Hals bei. Da muss ich echt sagen, da kann ich mich nicht zurückhalten. Ja. Da bleib ganz ruhig und ganz cool, sagst du, lieber Kurt oder wie halt dein Bekannter heißt, was meinst du unter Schneeballsystem? Aber spielen wir mal dieses Spiel. Versetz dich einmal in die Situation von einer deiner Freunde oder Bekannten, die das sagen. Lieber Rainer, was meinst du unter Schneeballsystem? Ja, du bezahlst was und kriegst das wieder zurück. Das muss ja wieder so zurückkommen. Und dann verdienen alle irgendwo dran. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dann wird es ja auch teurer. Und ne? Ja. Weil alle dabei so viele dran verdienen. Und das ist dann anrüchig. Und ja, diese, da bin ich dann leider mal wieder in Diskutieren gefallen oder sowas. Aber das war mit Frauen. Versuchst du hinterfragen, Rainer. Bleib ganz ruhig und sag zu den Leuten dann, liebe Freunde, ist es gut, wenn alle in einem Unternehmen an dem Produkt, das produziert wird, verdienen? Grundsätzlich ist doch das gut. Eine gute Entscheidung, ja. Glaubst du, dass bei Siemens die Leute alle dran verdienen?
die Forscher, Entwickler und die Verkäufer und auch die Chefs? Ja, eigentlich kriegen sie auch irgendwo alle ihr Geld, ja. Okay. Glaubst du, dass die, die mehr Verantwortung in diesen Unternehmen übernehmen, auch mehr bezahlt bekommen? Auf jeden Fall. Stecken sie sich die Taschen voll. Genau. Bei uns ist das Schöne, dass jeder entscheiden kann, wie viel er von dem Kuchen haben kann. Und das ist das Schöne. Bei diesen großen Konzernen, da kommst du halt relativ schwierig in die oberste Etagen. Bei uns kann jeder auf den obersten Sitz hin, weil für jeden dieser oberste Rang freigehalten ist in dem Moment, wo man sich einschreibt. Man kann diese Karriereleiter raufgehen, ohne dass man jemand verdrängen muss, wird dabei sogar unterstützt. Wäre das für dich interessant, bei der Karriereleiter mal ganz weit raufzukommen? Bestimmt. Okay, kann man uns da mal zusammensetzen zu dem Thema, dann kann ich dir mehr darüber erzählen. Naja, und das Schneeballsystem, das habe ich schon zigmal gehört. Also das ist okay. Der Hammer, schlechthin. Du hast recht, Schneeballsysteme gibt es immer wieder, sind illegale Systeme, wo man an Kopfgeld verdient. Bei uns in der Wirtschaftskammer in Österreich gibt es eigene Flyer dafür, da steht das sogar oben. Was ist legal und was ist illegal? Ich werde es auf einen recht schnell finden, das so gerecht sein. Es gibt von unserer Wirtschaftskammer eigene Flyer, da steht Schneeballsystem illegal und Warendirektvertrieb legal. Illegal dann, wenn nur Kopfgeldprämie ist und kein Produkt im Spiel. Legal, wenn jemand für sein Geld einen Warenwert erhält, so wie es bei uns ist. Und das ist das Schöne. Wir bringen Menschen einen Nutzen über Produkte und wir bekommen darüber eine Bezahlung. Ja. Das bauen wir im Team gemeinsam auf und darum sind wir so ein Unternehmen wie Siemens, Porsche oder andere. Und das über ein Empfehlungsgeschäft. Aber du hast vollkommen recht, wir achten auch darauf, dass wir in einem sehr legalen System sind, sonst wäre ich gar nicht dabei. Das kannst du den Leuten auch sagen. Auch diese Vertrauensfrage zu stellen. Kannst du dir vorstellen, dass ich wo dabei wäre, was illegal ist? Ja. Ich habe das nicht verstanden. Also Schneeballsystem, ich habe das nicht verstanden. Aber es bekommen viele diese Frage, darum auch da ganz gut, Unterlagen zu haben oder wenn nicht zu sagen, oder kann ich dir sogar Unterlagen vom Staat Österreich oder Deutschland oder irgendwas besorgen, wo da sogar drinnen steht, dass es eine Branche der Zukunft ist, wo man sogar hin sollte, wenn man gerade nicht weiß, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Ja. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Gibt es sowas für Deutschland auch? Weißt du das zufällig? Ja? Gibt es auch in Deutschland solche Flyer. Bei uns ist halt Wirtschaftskammer Österreich, WKO, der Direktvertrieb, Ihre Chance zur Selbstständigkeit. Und was steht unten? Modern, menschlich, mobil. Ohne Fixkosten, ohne Personalkosten. Und was das Schöne ist, es ist da drin auch erklärt. Was sind die Stärken, die Vorteile? Keine Investition, keine große, kein Risiko, keine Lagerkosten, keine Werbekosten, leistungsgerechtes Einkommen, zeitlich flexibel. All die Dinge stehen da drinnen vom Staat. Gibt es aber in vielen Ländern solche Unterlagen. Wenn nicht, ihr habt es auf jeden Fall aus dem deutschsprachigen Raum zur Verfügung. Gibt's alles. Das heißt, am Anfang ist es wichtig, auch wenn man die ganzen Unterlagen nicht hat, die Sachen mal zu hinterfragen. Ich werde sehen, nach der dritten Frage sagen manchmal die Leute, du hast recht, jetzt fällt mir eigentlich dagegen gar nichts mehr ein. Ich glaube, ich bin dabei. Das ist mir schon oft passiert, dass die Leute gesagt haben, okay, es ist zu teuer, es ist ein Schneeballsystem. Und oft habe ich dann gesagt, okay, zu teuer Schneeballsystem, hast du sonst noch einen Einwand, den wir beantworten sollten oder auflösen sollten, bevor es vielleicht für dich interessant ist? Dann sagen die Leute noch ein, zwei Sachen. Die schreibe ich mal auf einen Zettel auf. Und dann sage ich, okay, gehen wir die Dinge durch, die uns von einer Zusammenarbeit noch abhalten. Keine Zeit, dann gehe ich auf diese Einwände mit Fragen ein, bis die aufgelöst sind. Und dann sagt die Person oft, super. Du hast gute Antworten gehabt, das machen wir, das Ding. Und was das Schöne ist, die Person ist nicht immer noch eingestiegen und ich habe die Person in einem bestimmten Bereich dann sogar schon eingeschult. Nämlich, wie man auf Einwände eingeht. War gar nicht umsonst die Zeit. Gerhard, könntest du uns diese Broschüre über den Direktvertrieb,
Könntest du uns das zugänglich machen? Weil ich habe das Gefühl gewonnen, du hast auch in deiner Präsentation mal was geschrieben, die Wirtschaftskammer Österreich scheint da sehr aktiv zu sein. In Deutschland habe ich nichts Adäquates gefunden. Ja. Also Österreich scheint da aufgeschlossener, moderner eingestellt und das ist scheinbar schon als Wirtschaftszweig erkannt. Wäre es möglich, dass du uns das zugänglich machst? Ja, kann aber auch jeder draufgehen, www.derdirektvertrieb.at. Okay. Ganz einfach, da kann man sich alles runterladen und da gibt es wirklich ganz tolle Sachen, die jedem helfen können, sein Geschäft leichter aufzubauen. Solche Unterlagen gibt es da, der Direktvertrieb. Das habe ich in PDF, wenn es jemand hilft. Na, ich glaube, das Gute ist, auch zur Duplikation, derdirektvertrieb.at. Ich bin draufgekommen, wenn ich einem eine Unterlage schicke, dann hat es der, aber nicht das ganze Team. Wenn jeder da draufgehen kann, auf der direktvertrieb.at, kann sich jeder die Sachen runterladen, die er möchte. Und sie sind aktuell. Ja, das ist super. Dankeschön. Super. Vielleicht noch ein Punkt. In Österreich kriegst du sogar eine Karte ausgestellt, ja, wo du dich ausweisen kannst, dass du ein legales System betreibst. Ja. 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 Also, da können wir hier rausgehen. Super, Günther, wie du gesagt hast, es ist legalisiert, obwohl in Deutschland ja die erste Ausbildung für den Direktvertrieb stattfindet oder gefunden hat. Dort kannst du in Worms kannst du Network Marketing studieren. Das ist zum Beispiel auch ganz super. Es ist ja wirklich ein legales Geschäft geworden, das man dann gut durchführen kann, wenn man Profi wird und nicht irgendwo Laie ist. Aber man kann auch nicht Automechaniker sein, indem man zu Hause ein bisschen herumbastelt und Skilehrer sein, weil man selbst einmal 2 Jahre auf den Skien gestanden ist, ohne Ausbildung und auch nicht Tennistrainer, wenn man jetzt 3 Wochen selbst gespielt hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch in diesem Geschäft eine Ausbildungsphase von 3 bis 5 Jahren in Kauf zu nehmen. Aber dafür wird man oft überdimensional bezahlt, weil in einem anderen Job wirst du nach 3 bis 5 Jahren schwierig 10.000 oder mehr im Monat verdienen können und schon gar nicht mit einer 20-Stunden-Woche. Und im Network-Marketing ist das möglich. Und das ist der Grund, warum ich so vielen Menschen mit Begeisterung über dieses Geschäftsfeld erzähle. Ich glaube, das war ein schöner Schlusssatz. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich habe es aufgenommen. Ihr könnt es an euer Team dann weitersenden. Ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Erfolg und bis zum nächsten Montag, 20:30 Uhr. Tschüss. Vielen Dank.